So, liebe Abonnentinnen und Abonnenten, kommen wir zum letzten Sektor der Bewertungen. Bei dem ersten Sektor habe ich all diejenigen Pokémon bewertet, die neu dazugekommen sind, inklusive den Starter-Pokémon und ihren Mega-Entwicklungen. Beim zweiten Sektor habe ich mich um die Pokémon gekümmert, die zum Typ Fee geworden sind. Und beim dritten Sektor, dem jetzigen, kümmere ich mich um die Pokémon, die eine Mega-Entwicklung bekommen haben. Und werde zunächst immer sagen, wie man sie ohne Mega-Entwicklung spielen sollte und im Part darauf, wie sie mit Mega-Entwicklung funktionieren können. Und beginnen möchte ich dabei bei Gardevoir, was ich ja als Natalie in Pokémon Y hatte. Und was auch eine sehr interessante Entwicklung durchgemacht hat. Im Moment ist Gardevoir ja im Overused-Tier. Jedoch ist es nicht nur mit dem Megastein gut spielbar. Das möchte ich zunächst erwähnen. Zunächst natürlich zu den Fähigkeiten. Fährte kopiert die Fähigkeit des Gegners. Das ist jetzt, ist jetzt gar nicht so schlecht unbedingt, jedoch ist es immer nur auf den Kampf bezogen, sollte man wissen. Und das kommt natürlich da sehr stark drauf an, wie die Fähigkeit ist. Insofern ist das sehr, sehr glücksabhängig. Da ist Synchro schon besser. Falls das Pokémon verbrannt, vergiftet oder paralysiert wird, wird das direkt an den Verfasser praktisch weitergegeben, was sehr cool ist. Synchro finde ich daher sehr gut. Die versteckte Fähigkeit Telepathie erkennt und pariert Attacken von Mitstreitern. Bedeutet, wenn mein Partner zum Beispiel Surfer einsetzt, würde es keine Wirkung haben. Ist natürlich im Doppelkampf dann sehr nützlich. Das sind so die Fähigkeiten von Gardevoir. Da muss man sich natürlich überlegen, Telepathie ist tatsächlich in Doppelkämpfen interessant. Ansonsten würde ich aber natürlich Synchro empfehlen als wesentlich bessere Fähigkeit im Vergleich zu Fährte. Als Wiesenmäßig, um den Spezialangriff noch etwas zu pushen, der ist ja schon relativ hoch, sage ich mal, aber den kann man natürlich noch etwas mehr pushen. Natürlich trotzdem noch die Init durch die EVs, 4 EVs auf KP, 252 auf Spezialangriff, 252 auf Init. Und da hat man einen sehr hohen Spezialangriff. An und für sich könnte man ihn mit Gedankengut spielen. So würde ich Gardevoir auch innerhalb oder in-game spielen. Im CP jedoch würde ich Gardevoir tatsächlich eher einen Wahlschal geben, was dann relativ nett wird, wenn die Init um 50% erhöht wird, was auch ein Grund ist, warum man eben kein scheues Wesen braucht. Dann kann es eben nur eine Attacke einsetzen. Und das wird dann natürlich etwas schwierig. Eigentlich sollte man deswegen auch nur offensive Attacken wirklich benutzen, also Mondgewalt, Psychokinese oder Psychoschock, je nachdem, und Donnerblitz. Dann hat man schon mal Attacken, die auch an sich sehr gut offensiv zu gebrauchen sind. Zwei davon sind Stab, Donnerblitz ist sowieso immer sehr gut. Und dann, was gibt man als letzte Attacke? Da bietet sich tatsächlich Zugabe an, würde ich sagen. Denn wenn man Gardevoir reinwechselt, kann man das Pokémon zu durch Zugabe zwingen, eine relativ nutzlose Attacke gegen Gardevoir häufiger zu wiederholen. Und dadurch, dass das Pokémon durch den Walschal sehr, sehr schnell ist, ist das eine relativ gute Möglichkeit, das praktisch durchzuziehen. Und dann kann man gemütlich ein Pokémon reinwechseln, was dagegen stark ist. Auf jeden Fall diese Kombination mit dem Walschal finde ich bei normalen Gardevoir am besten, muss ich sagen. Aber es gibt natürlich noch die Megaform und über die werde ich dann im nächsten Part reden, denn die gestaltet sich, finde ich, ein wenig anders. Willkommen zurück zu Pokémon Omega Rubin. Ja, es hat sich soweit alles geklärt. War irgendwie klar. Jesse hat mir eins rübergetauscht und jetzt soll es kein allzu großes Problem sein. Beziehungsweise ich sollte vielleicht erstmal das Zigzags holen, was ich möchte. Das hat so ein paar
paar gewisse Vorteile, würde ich mal sagen. Denn natürlich ist es im Moment noch auf meinem PC. Und damit gehe ich dann einfach mal auf Nummer sicher, genau, ernst. Wen tue ich raus? Ich tue mal... Na, wobei... lieber Wampel raus. Das erscheint mir sinnvoller. Und dann können wir das jetzt auch ganz, ganz schnell erledigen. Wie gesagt, ich wollte unbedingt eins mit Mitnahme. Ich hatte oft Pech. Einmal war ich auch einfach nur blöd. Insofern, ja, ist da durchaus eine Mitschuld meinerseits natürlich nicht zu leugnen. Aber gut, ich gehe jetzt erstmal ganz, ganz schnell hierhin zurück, denn hier sind diese schönen Beeren, Sinelbeeren nämlich, die ich mir schnell besorgen kann. Und auch hier finden wir ein paar Beeren. Ich finde es ja sehr erstaunlich, dass vier geschlüpft sind. Beziehungsweise geschlüpft ist das falsche Wort, gewachsen sind. Obwohl ich sie damals nicht gießen konnte. Also, das sieht man tatsächlich mal wieder. Das Gießen hat natürlich schon einen besseren Effekt für die Beeren. Aber ist jetzt nicht mehr so dominant wie früher, weil früher sind die ja eigentlich gar nicht gewachsen. Gut, das stimmt nicht ganz. Wenn man sie gepflanzt hat, sind sie schon wieder gekommen. Aber in der Regel halt nur eine einzige Beere und in keinem Fall irgendwie mehrere. So, wir werden uns das hier gleich anschauen. Wow, okay, das war überraschend. Ich werde mir das... Moment. Hier können wir noch kurz diese beiden Pirsifbeeren einpflanzen. Ja, wie gesagt, ich gehe noch schnell in den Blütenburgwald, um den Ort da hinten zu erkunden. Und dann schnell noch zurück nach Metaros City, damit das geklärt wäre. Dann bin ich soweit auch glücklich. Ja, ich weiß, da rasche schon wieder was, aber nee, es gibt es jetzt mit mir nicht. Wir können aber das hier tatsächlich mal einschalten. So, also einfach... Naja, so einfach wohl dann doch nicht. Das wäre so bitter, wenn das jetzt Mitnahme hätte. Aber wir werden nicht mehr dazu kommen, es auszuprobieren, weil ich es jetzt erledigen werde. Hätte ich jetzt einen Drassler mit Fährte, hätte ich es erkennen können. Ja, aber so ist es immer ein bisschen eine schwierige Sache. Wow. Was ist es denn? Na gut, ist aber auch egal eigentlich. Moment, war hier nicht der Zerschneiderbusch? Ich dachte, hier wäre... Okay, ein Rubin-Saphir, dachte ich, war der hier. Aber Angabe ohne Gewehr, muss ich tatsächlich sagen. Gut, dann muss ich jetzt nach oben. Mir merkt, ich kenne mich noch nicht hundertprozentig aus. Liegt unter anderem auch daran, dass die Hünenregion eine Zeit lang her war. Ich habe zwar ein LP dazu gesehen, vor kurzem. Aber... Ja, das... hat sich bei mir trotzdem irgendwie anders abgespeichert. Ich dachte, da hinten könnte man auch mit dem Zerschneider irgendwo hin, aber... Nee, da habe ich mich geirrt. Das ist jetzt halt ein bisschen umständlich, weil ich hier wirklich den langen Weg hinaufgehen muss. Aber allzu viele Optionen bleiben mir da ja letztendlich nicht. Und ich werde echt hier voll getrollt mit Zickzacks. Das ist eine unglaublich bittere Ironie. Ich kann ja kurz eine Story erzählen bezüglich dieses Spiels. Das war nämlich ganz witzig. Ich hatte es beim Videospielladen meines Vertrauens vorbestellt. Nein, ich werde euch nicht sagen, welcher. Ich wurde schon so oft gefragt und nein, ich sage nicht welcher. Ganz einfach, ich habe keine Lust, dass sie Ärger von Nintendo kriegen, dafür, dass sie sozial sind. Von daher, no names for me. Aber auf jeden Fall, da war ich am Dienstag unterwegs und bekomme dann den Anruf, ja, das Spiel ist da. Ich freue mich erstmal so. Und dann schaue ich mal in meinen Geldbeutel. Wie viel ich denn eigentlich da habe? Moment. Hey, du hast ein Pokémon Multinav. Jo. Dann musst du ein Pokémon-Trainer sein. Ich glaube, man kann es auch ohne benutzen, aber ja. Hey, probier doch mal die Seite, Maus. Oh, cool. Das kriegt man echt früh im Spiel. Die gab es auf jeden Fall in Rubinstar, finde ich. Also, man hat viele NPCs hinzugefügt. Das auf jeden Fall. Gib das Item Wundersort einem Pokémon zu tragen und die Stärke seiner Pflanzenattacken steigt. Wundersort ist übrigens nicht das einzige Item, das wahre Wunder wirkt, wenn es von einem Pokémon getragen wird. Nee. Gibt es ja für jeden Typ mindestens ein Item, was die Attacken, beziehungsweise mindestens zwei Items, die Attacken verstärken, nämlich die Platten. Und dann noch gewisse andere Items.
Die Stärke von dem jeweiligen Typen um 20% erhöhen. Hier bei Wunderstadt werden die Pflanzenattacken um 20% erhöht. Weswegen ich es auch gleich Gig Arbor geben werde, weil er hat im Moment keine bessere Alternative, muss man so deutlich sagen. So gut. Dann hätten wir das hier soweit. Ja, ich hätte zuerst das in Meteoros City holen sollen, ich weiß, aber gut, ich wollte ja eh noch schnell die Geschichte fertig erzählen. Also wie gesagt, es war dann so, dass ich dort unterwegs war und habe ich mal geschaut, wie viel Geld ich dabei habe. Ich habe schon auf Facebook gepostet, weil es ist einfach unfassbar. 44 Euro und das Ding kostet, naja, 44,99. Hat natürlich was gefehlt. Also, was mache ich? Ich gehe zurück zum Supermarkt, gebe alle Pfandflaschen ab, die ich habe. 44,80 Euro. Und naja, weil ich zu wenig hatte, bin ich gar nicht hin, weil ich bin einfach niemand, der da hinkommt und bettelt und sagt, bitte, bitte. Oh, Bummels. Schön, dass man den auch mal sieht. Von daher bin ich einfach ferngeblieben. Und musste vor den 19 Cent kapitulieren und bin nach Hause gegangen. Komme ich also am nächsten Tag, habe das Geld maßgenau abgezählt. Genau 44,99. Und was macht der Typ? Er gibt mir 9 Cent zurück, weil er keinen Bock hatte, sie zu zählen. Ja, Jackpot würde ich sagen. Ich glaube, dann hätten ihn die 19 Cent weniger auch nicht gestört. Aber wie gesagt, ich bin niemand, der da jetzt so großes Aufsehen drum macht. Aber trotzdem, das war schon eine bittere Erfahrung. Aber ich habe es ja dann trotzdem immer am Mittwoch bekommen, was dann doch sehr schön war. So 8 Pirsif-Bären können wir noch ganz, ganz kurz pflücken. Keine Sorge, ich mache heute etwas länger, um das zu kompensieren, dass wir hier bisher, sagen wir es so neutral ausgedrückt, planlos umherlaufen. Das ist, glaube ich, das Neutralste, was ich hierfür verwenden kann. Aber ja, ich hatte gerade wirklich relativ wenig Ahnung, was zum Teufel eigentlich und hier und da und bla. Aber jetzt ist alles, denke ich mal, soweit wieder in Ordnung. So, Moment. Einmal, zweimal, dreimal. Schön. Und dann können wir jetzt endlich mal bei Mr. Brak vorbeischauen. Zumindest solange mich Pokémon nicht anklingen, was sie wirklich alle paar Schritte machen. Was sehr crazy ist. Ich weiß gar nicht, ist das bei euch auch so, oder? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Also gut. Neue Seehütte, die wirklich gut aussieht. Hi. Er jagt Pekko immer noch um den Tisch. Und ja, es sieht so aus, als würde er Pekko jagen. Rette mich. Bitte. Ja gut, ich probier's. Geh aus dem Weg. Verrückter. Nein. Ja du, warte. Alter, Mr. Brak, bleib stehen, Alter. Ey, da kotzt mich gerade echt etwas an. Ich wechsle jetzt mal in den Steuerkreuzmodus. Ich glaube, das ist für... Moment, jetzt habe ich dich gleich. Yes. Warte, Mädchen. Immer langsam, Pekko. Du jagst mich doch. Oh, du bist doch Caleb. Du hast meiner kleinen Pekko das Leben gerettet. Ob er das getan hat, muss ich noch überlegen. Ei, dafür bin ich zu großem Dank verpflichtet. Ja, ich könnte ein Schiff brauchen. Was sagst du da? Du brauchst mein Schiff? Du musst also einen Brief in Faustau Hafen abgeben? Jo. Ha, ich helfe dir natürlich liebend gern. Willst du jetzt gleich nach Faustau Hafen, dann hast du davor noch was zu erledigen. Nee, jetzt gleich. Aber er zeigt jetzt auch gar nicht, man muss auch ein Paket in Grafenport City abgeben. Deswegen bin ich gespannt, wie wir dann letztendlich in Grafenport City landen. Fausthafen, wir kommen. Anker gelichtet. Pekko, mein Schatz, wir stechen in See. Endlich wieder Freiheit. Und los geht es. Yeah. Wunderschöner Ausblick. Wie die Wingull fliegen, das Boot seiner Bestimmung entgegenschwimmt. Einfach nur herrlich. Und da sind wir.
Schöne, idyllische Musik. Fausterhafen, du hast dich wieder. Ich liebe diese Musik einfach und die ganze Stimmung. Hi, wir haben in Fausterhafen Anker geworfen. Du hast einen Brief für jemanden hier, stimmt's? Wenn du nicht weißt, wo du hin sollst, empfehle ich dir einfach mal in der Arena vorbeizuschauen. Camillo, der Arenaleiter von Fausterhafen, kennt die Stadt wie seine Westentasche. Ja, sie ist auch nicht so groß trotzdem. Das ist das erste Mal seit heute Golden Soul Silver, dass man auf eine Insel kann. Denn weder in einer noch in Carlos gab es Inseln, von daher, nice. Fausterhafen, eine kleine Insel im blauen Meer, aber kein Rauszoom. Schade. Schade? Was? Das setzt sich hin? Schau dir das mal an. Das ist ein Seidenschal, der letzte Schrei. Willst du mich mit der Meditation verarschen? Nein, nein, ich möchte meinen Geist klären. Du bist ein guter Mensch. Ja, deine Augen fangen förmlich an zu funkeln. Du magst meinen Stil, nicht wahr? Haha, das freut mich. Hier, das schenke ich dir. Möge sich dein Geist leeren und du die Leere erkennen. Ein Seidenschal steigert die Stärke von Normalattacken. Dieser wunderbare Schal passt einfach zu fast allen Pokémon. Man steht wieder auf. Wow, du hast die lange Reise über das Meer auf dich genommen, um nach Fausterhafen zu gelangen? Bist du hier, weil du von Camillo gehört hast? Er ist so cool. Hey, du, Schüler, ruhig. Er ist hier, um seinen Geist zu klären. Ja, ja. Ach so, Entschuldigung. Aber weißt du, Camillo ist halt ein Idol für jeden. Jetzt können wir mal kurz schauen. Okay, es kommen trotzdem noch Sachen im Fernsehen, die ich jetzt aber nicht vorlesen werde, weil es ist relativ sinnfrei, was da immer vorkommt. Aber es spielt sich ja doch nicht alles auf dem Monitor ab. Das finde ich ziemlich gut. Nee, muss jetzt nicht sein. Ganz, ganz kurz. Kartennavi. Bei den Einwohnern dieses Inselstädtchens ist immer irgendetwas voll im Trend. Das war so geil in Pokémon Spot, da freue ich mich schon richtig drauf. Ansonsten, was soll man machen? Sollen wir das Retro-Bild einblenden lassen? Na gut, da sieht man kaum was. Ich lasse mal ein bisschen News nebenher einblenden. Und da ist es, das Clubhaus, so geil. Fausterhafenhalle, die Informationsbörse für jedermann. Und der Typ davor, da kommt man Rubin Safi aber irgendeinen Scheiß eingeben. Und jetzt, wo man die Wörter selbst eingeben kann, muss es bestimmt richtig episch sein. Ich weiß, was Sibon angesagt ist, darum lasse ich mir nie einen Trend entgehen. Sag mal, hast du schon mal was von Festen zum Thema Tränke gehört? Nein? Also das muss der Game Freak-Mitarbeiter programmiert haben, der dachte, es sei eine gute Idee, als zusätzliches Special für Alpha Saphir und Omega Rubin 100 Tränke zu verteilen. Natürlich hast du das, was frage ich dich überhaupt? Feste zum Thema Tränke sind im Moment total angesagt. Deine Freunde waren sicher auch total darauf ab, habe ich recht? Nö. Was sagst du da, das soll gerade nicht hip sein? Gut, da freut mich aber, was jetzt angesagt ist. Sehr cool. Was? Nein! Jetzt muss ich hier irgendeinen Scheiß... Och komm! Erste drastische Verschlechterung in dem Spiel. Das ist Bullshit. Weil da konnte man wenigstens richtig lustige Dialoge in Pokémon Smaragd machen. Und jetzt muss man irgendein Item auswählen, die alle Welt sagen, das Item ist so cool. Also total dumm irgendwie. Ja, keine Ahnung, ey. Gut, nimm mal Schutz. Oh, wie bitte? Schutze? Was, Schutze? Warum bildet er denn den Dativ? Was soll denn daran bitte schön hip sein? What the fuck? Okay. Schutze, Qualität. Was? Was sagst du da? Was hast du da gesagt? Qualitäten, Sachen, Schutze? Na klar, da habe ich das schon davon gehört. Qualitäten, Sachen, Schutze, meintest du, stimmt's? Aber hallo, das ist ja total angesagt. Man müsste praktisch hinter dem Mond leben, um noch nicht davon gehört zu haben. Ja, klar, klar, klar. Also nicht so ungut, aber fest zum Thema Trinken ist doch von gestern, ey. Heutzutage drehen sich alle so noch um Qualitäten, Sachen, Schutze. Ja. Yeah. Männer benutzen keinen Schutz. Mal schauen, wie die Geister sehen, auch wenn das absolut unlustig wird, leider. Na gut. Zurzeit ist Qualitätensache Schutz ganz besonders angesagt. Vor allem, warum sagen sie den Dativ bitte? Ich könnte mir ein Leben ohne sie gar nicht vorstellen. Ja, ein Leben ohne Schutz ist in der Tat nicht so gut, vor allem bei gewissen Handlungen so.
Ich versuche ständig meinem Pokémon die Bedeutung von Qualitäten Sachen Schutz zu vermitteln. Doch das ist alles andere als leicht. Ja, weißt du, die wissen, wie man Kondi benutzt oder was? Bringt das halt mal am Lethacking bei. Ich stelle gerade Nachforschungen zur Qualitäten Sachen Schutz an. Ob bestimmt was zwischen ihr und Dankbarkeit, dass zwischen ihr und Dankbarkeit irgendein Zusammenhang besteht? Naja, kommt drauf an, wie man sieht. Zwischen Schutz und Dankbarkeit. Ja, ich glaube schon. Oh ja, da lag ich absolut richtig. Bin einen Schritt weiter, meinen Bemühungen hip und aufregend zu sein. Ob Qualitätensache Schutz woanders wohl noch mehr im Trend liegt als bei uns? Ja, in Afrika definitiv nicht. Ich frag mich, ob im Fernsehen Sendungen über Qualität in Sachen Schutz laufen. Naja, es gibt schon Aufklärungs-TV, aber ob du da unbedingt fündig wirst, weiß ich nicht. Ich sammle alles, was mit Qualitäten in Sachen Schutz zu tun hat. Egal ob Puppen, Klamotten oder Bilderbücher, ich sammel's die alle. Okay. Da schaust du was? Aber ich muss dich enttäuschen, denn die Teile denn teilen werde ich meine Schätze nicht mit dir. Da kannst du doch so betteln. Hab ich auch nicht vor. Wenn wir beide uns zusammentun, kann uns in Bezug auf Qualitäten, Sachen, Schutz keiner das Wasser reichen. Wenn ihr euch zusammentut? What the fuck? Ha, genau. Wir nennen uns Teamqualitäten, Sachen, Schutz. What the fuck? Die Aufklärungspolizei oder wie? Naja, ich hab versucht, es lustig zu machen, wie es ging, auch wenn es dann eine Enttäuschung war. Fosterhafen ist eine kleine Inselgemeinschaft. Wenn hier was in Mode kommt, macht sofort jeder nach. Das ist nicht nur in der Inselgemeinschaft so, believe me. Ich verstehe sowieso nicht, wo immer diese Modetrends oder sonst welche Trends herkommen. Irgendjemand, der cool oder der irgendein Star macht es, einfach weil er Bock drauf hat und plötzlich sagen alle, das ist cool, das mache ich nach. Sorry, aber davon halte ich irgendwie überhaupt nichts. Jeder soll doch das anziehen und machen, was ihm gefällt. Wenn man Pokémon an seiner Seite hat, kann man Sprachbarrieren überwinden und mit verschiedenen Menschen in Kontakt treten. What? Okay, dann nehme ich mein Pokémon nächstes Mal mit nach Frankreich. Wenn ein Pokémon kampfunfähig ist, kann es zwar nicht mehr an Kämpfen teilnehmen, aber außerhalb von Kämpfen noch immer vor allem Attacken einsetzen. Und wie kann es sein, dass mein Flug-Pokémon nicht mehr kämpfen kann, aber mich durch die gesamte Welt fliegen kann? Don't ask so many questions, or I will eliminate you. Okay, sehr gut, chill. In der Granithöhle am Rande der Stadt soll man seltene Steine finden können. Ja, mal wieder die Steine. Wie gesagt, Schwoi ist da ganz, ganz wild drauf. Okay, ich habe mich geheilt, war ich mir gar nicht sicher. Ich gebe dann ganz schnell mal Gag Arbor die Wundersaat. Wo ich ja schon gemeint habe, das könnte er gut gebrauchen. So, wundervoll. Und dann würde ich sagen, mach mal noch, ja, vielleicht den dann noch kurz fertig erkunden. Wie gesagt, die Stadt ist nicht groß. Tag auch. Na, bist du fleißig am Trainieren? Ja, Logo. Ja, dann gib unbedingt auch mal dem Supertraining eine Chance. Wir sehen, es lohnt sich. Für mich gibt es nichts Besseres als eine erfrischende Supertraining-Sektion. Das mache ich auch. Aber wenn ich eh nicht perfekte DV ist, habe, lohnt sich das für mich weniger, habe ich in Pokémon X gemerkt. Von daher lasse ich das und hilf's mir wirklich für die auf, wo es was bringt. Diese Gegend ist als Angelplatz sehr beliebt. Hat auch dich die Angelleidenschaft gepackt? Ja. Schön, deine Antwort gefällt mir. Ich würde dir eine meiner Angeln geben. Oh, das ist ja lieb. Dankeschön. Und als kleine Zugabe gebe ich dir noch einige Tipps zum Angeln. Stell dich zuerst ans Wasser und wirf die Rute aus. Dann heißt es Konzentration. Wenn etwas an der Schnur zieht, hol die Rute schnell ein. Beherzige diese Tipps und genieße das Anglerleben. Ja. Na, wie ist es um deine Angelkünste bestellt? Oh ja. Ach so, ey. Ja, gut. Ich erkläre dir gleich die Tipps nochmal. Okay, danke für die Aufmerksamkeit in diesem Part, meine lieben Freunde. Danke für Daumen hoch und das nächste Mal geht es hier weiter. Bis